Ja, Murdered Soul Suspect Folge 7 mittlerweile. Ich hatte eine etwas längere Aufnahmepause, wie ihr wahrscheinlich schon sicherlich festgestellt habt. Ja, krankheitsbedingt. Ich möchte aber jetzt hier nicht so viel groß rumerzählen, sondern ich hatte ja versprochen, wir gehen in die Kirche. Aber Moment, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Mein Leben überdenken. Der Tag, an dem alles für mich starb. Viele Arten an Objekten zu entdecken. Achte auf deine Umgebung, während du sie erkundest. Achte auf deine Umgebung, während du sie erkundest. Selbst das einfachste Papier kann Geheimnisse zur Stadt und den Menschen, die hier leben, enthüllen. Gut, das kennen wir aber eigentlich schon. So, Nebenfälle. Können gesammelte Artefakte. Das kennen wir schon, die Info. Das Ende von für immer. Daran zu denken ist surreal. Surreal. Ich mache jedes Mal Augenblicke eine außerkörperliche Erfahrung durch. Sehe mich selbst in diesem Moment, nachdem sie versuchte, einen Streit zwischen zwei Männern auf der Straße zu schlichten. Zwei ihr völlig Fremde, von denen sie einen grundlos erstechen würde. Sie starb, weil sie helfen wollte. Und das Arschloch ist davongekommen. Wenn ich nur eine Minute früher angekommen wäre, wäre mein Leben anders, besser. Und sie würde nicht fort sein. Ich habe so ein kleines wenig, also kleines wenig vor allen Dingen, ist auch ein gutes Deutsch, ein klein wenig das Gefühl, dass vielleicht die ungeklärte Sache, dass vielleicht doch mit seiner, ja, verschiedenen Frau ist oder dahingegangenen Frau ist, dass er da, vielleicht das die ungeklärte Sache ist, die uns noch fehlt. Aber das werden wir ja, denke ich mal, bald rausfinden. So, wir wollten zur Kirche, ne? Die Kirche ist hier lang. Ich gehe schon wieder in die falsche Richtung. 13, 12, 11, 10, 9, 8, oh. Können wir denn hier durch? Ja. Hier waren wir noch gar nicht gewesen, ne? Fällt mir gerade ein. Schauen wir mal. Sieh sein. Baxter hat ihn gehasst. Das beruhte aber auf Gegenseitigkeit. Ronan hatte Ecken und Kanten. Aber Baxter ist auch nicht gerade ein Kuschelbär. Ja, aber du glaubst doch nicht, dass er... Ich meine, einen anderen Cop? Oder sonst wen? In diesem Job bin ich mit jedem Tag weniger überrascht, wozu Leute so in der Lage sind. Baxter und Romans Feindseligkeit. Cops fragen sich, ob Baxter Ronan genug gehasst hat, um ihn umzubringen. Ich bin ganz ehrlich, diesen Vorwurf hatte ich auch schon so ein bisschen im Kopf gehabt und hatte auch schon so ein klein wenig solche Gedanken. Aber das sind nur reine Spekulationen und noch viel, viel zu früh. Sammeln, von Baxter schikaniert. Harter Arbeitstag für meinen Mann. Es dauert eine Weile, bis er darüber reden konnte, aber dieser Baxter scheint extrem feindlich gegenüber Ronan zu sein und es gibt nichts, was er dagegen tun kann. Es ist ein Mysterium, warum dort viele Feindseligkeit herrscht. Ronan hat nie etwas getan, um ihn zu verärgern, aber Baxter beschloss zu wissen, was für ein Mensch Ronan ist und nichts überzeugt ihn vom Gegenteil. Manche Leute lernen es nie. Da ist was Wahres dran. Auch in unserer Gesellschaft lernen es Leute einfach nie. Und es gibt bei uns auch in der Gesellschaft viele Menschen, die leider nur an sich denken. Das ist traurig heutzutage. Denn es würde viel friedlicher sein in der Menschheit oder bei uns im Leben, wenn viele auch mal an andere denken würden, auch wenn sie vielleicht nicht kennen. Einfach mal ein bisschen Freude schenken oder so. Aber das ist heutzutage, ja, ich sag mal, nicht schwer, aber für viele ist es leider nicht einfach. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir weil uns immer hinzeigen, wo wir hin müssen. Ach, da ist ja auch die Kirche. Come join us. You will always find open doors and open arms at the top of the hills. Okay. Du wirst offene Türen finden. Du wirst immer offene Türen finden und offene Arme auf dem Hügel. Auf der Höhe des Hügels. Da bin ich immer gespannt. Was haben wir denn hier? Haben wir hier noch was? Okay, hier ist nichts. Eine sinnlose Gasse oder Ecke. Aber wie gesagt, so viel philosophieren will ich jetzt hier auch nicht in dem Let's Play. Wohl könnte man eigentlich auch, ne? So, wo sind wir denn jetzt? Wo kommen wir denn jetzt hier raus? Im Übrigen... Ui. Im Übrigen, habe ich in der Pause zwischendurch ein bisschen nachgedacht. Ich hatte mir mein eigenes Let's Play nochmal so ein bisschen angeguckt. Die letzte Folge, wo wir da mit dem, wie hieß er jetzt nochmal? Brad und Pitt den Unfall hatte. Und ich bin immer noch nicht schlüssig geworden,
wie das passiert ist. Ich hoffe natürlich, dass wir da immer noch zurückkommen können und dass wir dort den Fall aufklären. Weil ich möchte doch schon gerne alles aufklären. So, was haben wir denn hier Schönes? Dieses Autotattoo. Ich musste nicht einmal nach dem Tattoo zum Autodiebstahl fragen. Ich hasse es. Es ist protzig, geschmacklos, gewöhnlich. Er kann mein Missfallen spüren, aber ich schätze, es ist zu spät. Alle Tattoos bringen die Gefahr des Bedauerns mit sich. Ja, wir wissen ja, Ronan hat ja so viele Tattoos von seinen, ja, schlechten Tagen, nenne ich es mal. Ah, man kann hier rauf, okay. Da ist übrigens die Kirche auf dem Hügel. Und wir können uns hier verstecken. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es in der Stadt noch interessant wird mit den Dämonen. Dass wir da noch ein bisschen, ja, Action kriegen werden. Oh, schau mal eine an. Jawohl, noch drei mehr um aufzudecken der Geschichte. Jawohl, da fehlen uns ja noch zwei. Ein Wissenweih ist ja hinter der Mauer. Von diesen Boilern oder was auch immer das sind. Wo war ich stehen geblieben? Achso, verstecken. Genau, dass die Dämonen hier in der Stadt auch noch irgendwann auftauchen werden. Und wir sind ja noch gerade noch ziemlich am Anfang des Spiels. Wir werden sehen, was das Spiel noch für uns bereithält. Oder erklärt oder erhält. Ach, ist ja egal. Ich bin heute irgendwie nicht im Bilde. So, hier haben wir noch was zum Sammeln. Wo bin ich? Was ist das? Zeugenbeschreibung der Augen. Zeugen sahen das Gesicht des Verdächtigen nur kurz. Viel vom Gesicht verdeckt. Aber der Verdächtige scheint ein weißer Mann mit blauen Augen zu sein. Los! Ich weiß nicht mal, wie ich hierher kam. Was haben wir hier? Kann man hier was auf? Das sieht aus, als könnte man das hier aufdecken. Aber ich werde mal schauen, ob ich hier irgendwie helfen kann, ihr. Hör mal, ich weiß nicht, ob ich irgendwas tun kann, aber du scheinst Hilfe gebrauchen zu können. Ich weiß nicht, wie ich hierher kam. Oder wo dieses hier überhaupt ist. Ich kann mich nicht erinnern, was mit mir passiert ist. Warum bin ich so? Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, Kleine. Aber wenn du hier bist, bist du tot. Oh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Sieh mal, mir geht es ähnlich. Ich war früher Detective. Ich werde mich mal umsehen und versuchen, etwas zu finden, das Licht in die Sache bringen kann. Ich weiß nicht mal, wo du anfangen könntest. Die Arme. Was erinnerst du dich an irgendetwas? Egal wie unbedeutend. Manchmal ist das kleinste Detail entscheidend. Ich erinnere mich an viele Leute. Und an ein Ruderboot. Alle hatten Angst. Ich sehe immer wieder den Namen Mona Hanset. Das ist ein Anfang. Mal sehen, was ich tun kann. Mona Hanset, Information. Neuer Hinweis. Alle im Rahmen. Ja, das sind Hinweise. Mein Gott. Sie schien sich nicht an viel erinnern zu können. Ich frage mich, worauf sich der Name Mona Hanset bezieht. Bin ich auch mal gespannt. Ich vermute mal, dass es das Boot sein könnte oder so, was da hinten gestrandet ist. Wie ist die Dame am Strand gestorben? Was ich auch interessant finde, was ich sagen wollte, er raucht immer nur dieselbe Zigarette, die eine, die nicht ausgeht. Im Tod wird es wahrscheinlich so sein, vermute ich mal. Kerzen. Verschiedene Kerzen. Über die Jahre wurden ein Haufen Kerzen hier gelassen. Die meisten sehen nach Gebetskerzen aus. Okay, also haben wir hier wahrscheinlich hier gebetet für sie. Haben wir noch einen Hinweis? Gerahmtes Bild. Ein gerahmtes Bild. Ein Bild der Überlebenden des Mona Hanset Dampferwracks. Sag ich doch, dass es ein Dampfer ist. Es hörte sich echt an nach einem Schiff. Da können wir auch was enthüllen. Da komme ich aber gerade irgendwie... Ah, jetzt. Moment. Man müsste hier noch so ein... Da steht etwas. In der Mitte. Wir werden dich sehr vermissen. Du bist eine Heldin für uns alle. Heldin für uns alle. Klingt, als verdanke ihr mehr als nur einer das Leben. Mhm.
So, Blumenkoketts. Der Zettel an den Blumen sagt, wir werden dich sehr vermissen. Du bist eine Heldin für uns. Hier vorne war auch noch was gewesen an Hinweise. Das ist ihr Nachruf. Sie ist gestorben, als ihr Ruderboot kenterte und sank. Ihre Leiche wurde nie gefunden. Was hat sie in einem Ruderboot gemacht? Zeitungsnachruf. Der Nachruf des Mädchens. Er sagt, sie saß kurz vor ihrem Ertrinken in einem Ruderboot, das zur sinkenden Mona Hesset zurückkehrte. Also sie kehrt auf jeden Fall zurück. Die Frage ist nur, warum? Sieht wie eine Art Denkmal aus. Andenken. Ich wette, die Leute haben mehr als nur das hier gelassen. Es zu finden, könnte mir helfen, alles zusammenzufügen. Gedenkstätte am Strand. Es sieht aus, als hätten hier ein liebevoller Tribut hinterlassen worden. Ich frage mich, ob es etwas mit dem Mädchen zu tun hat. So, wir haben alle Hinweise, was mich jetzt natürlich sehr stutzig macht, dass wir die Hinweise nicht alle gefunden haben von Brad, weil hier finden wir auf einmal alle Hinweise und ich kann mir schwer vorstellen, dass wir nicht unbedingt die Hinweise alle finden von Brad bei ihm da oben. Deswegen habe ich so ein bisschen das Bedürfnis, wieder zurückzugehen. Aber wir klären erstmal diesen Links auf. So. Also, sie hatte... Tja, wir brauchen drei Hinweise. Die Frage ist jetzt, wie kriegen wir das zusammen? Wie ist die Dame gestorben? Gedenkstätte am Strand. Die Blumen sind nachträglich hingelegt worden. Genau wie die Kerzen und genau wie die Gedenkstätte am Strand. Ich würde mit dem Bild anfangen. Das ist schon mal richtig. So, dann würde ich sagen, die Blumen mit dem Ruderboot. Und anschließend würde ich sagen, das Andenken. Das war falsch. Dann kann es ja eigentlich nur... Nee, Moment. Dann könnte es ja eigentlich nur Zeitungsaufruf oder die Kerzen sein. Ich vermute, dass es der Zeitungsaufruf ist. Ja. Als die Nonne Hanset sang, war sie kein Opfer. Sie war eine Heldin. Sie hat viele Leute gerettet, bevor ihr Boot sank. Sie muss wissen, wie viel sie diesen Menschen bedeutet hat. Genau. Die ganze Geschichte. Die Frau war eine Heldin. Ihre Taten rettete viele Leben, als die Mosset-Dampfer sank, als wie die Mosset-Dampfer sankte. So, reden wir mal mit ihr. Hast du was gefunden? Der Name, an den du dich erinnerst, Mona Hanset, war ein Dampfer, der direkt vom Hafen Salems gesunken ist. Wenn du nicht gewesen wärst, wären eine Menge Leute gestorben. Du bist eine Heldin. Wenn ich alle gerettet habe, wie bin ich dann gestorben? Nein, nein, du hast nicht alle gerettet, aber du hast es versucht. Dein Boot ist gekentert. Ich kann nicht schwimmen. Also muss ich ertrunken sein. Das ist eine Möglichkeit. Tut mir leid. Nein, das braucht dir nicht leid zu tun. Dank dir fühle ich statt Angst und Trauer Stolz. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich es nie gewusst. Ich danke dir aus der Tiefe meines Herzens. Nicht zu danken. Ich habe gern geholfen. Geh ins Licht. Ich bin erleuchtet. Schwupps. So, und bevor wir jetzt hier weitergehen, würde ich sagen, versuche ich es nochmal. Ich werde nochmal rennen. Achso. Würde ich doch gerne nochmal zu Brad gehen, bin ich ganz ehrlich, denn... Weil wir haben ja jetzt hier das so schnell aufgeklärt und bei Brad fehlen uns eigentlich nur zwei Hinweise. Zwei verdammte Hinweise. Deswegen möchte ich gerne nochmal rausfinden, ob wir nicht doch den Autounfall aufklären können. Weil das sehe ich mir danach, als würde das doch gehen. Jetzt muss ich nur kurz gucken, wo das war. Ich glaube hier lang. Wusch. So, und dann gehen wir auch schon zur Kirche. Ich weiß, ich habe es versprochen. Mache ich auch. Und wenn ich mal was in der nächsten Folge. So, läuft ja nicht weg. Ihr verpasst ja nichts. So, und vielen, vielen Dank erstmal an alle Lieben von euch, die meine Videos schauen. Auch wenn es vielleicht nur ein paar sind. Vielen lieben Dank. Ihr seid echt super lieb. So, jetzt müssen wir mal genau hier schauen, weil es waren ja auch nur ganz kleine Fetzen, die wir aufdecken können. Vielleicht ist es ja hier genauso.
die wir vielleicht übersehen haben. Oh Gott. Was habe ich getan? Hey, 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 hey. Beruhig dich mal eine Sekunde und rede mit mir. Wie heißt du? Ah, oh, Brad. Ich bin Pitt. Gut, okay. Was ist passiert? Ach, das ist ein neuer Fall? Hä? Ich weiß es nicht. Wir waren in der Stadt unterwegs, haben Dampf abgelassen. Aus einem Drink wurden drei, aus drei wurden... Wer weiß, wie viele. Die Einzelheiten sind verschwommen. Ich muss Rick und Laura nach Hause gefahren haben, als... Oh Gott, ich hab sie umgebracht. Das werde ich mir nie verzeihen. Das weißt du gar nicht. Das kennen wir? Eigentlich kennen wir das alles schon. Ich frage mich gerade, warum er das nicht gespeichert hat. Deswegen könnte ich mal so schnell wie möglich hier alles nochmal einsammeln. Das ist jetzt ein bisschen unangenehm, weiß ich gar nicht, warum er das... Das ist sicher Brads Auto. Ja, Brads Auto, haben wir gesehen. Entschuldigung, ich klicke das jetzt einfach mal... Ich klick das jetzt einfach mal durch, weil, das kennen wir ja wie gesagt schon. Das ist nicht viel, aber immerhin etwas. Eine Tankquittung, genau, da wissen wir ja auch... Die Tankstelle ist nicht weit von hier, die sollte ich mir ansehen. Genau. Komisch, dass er das nicht gespeichert hat, obwohl ich eigentlich das Spiel gesaved habe, aber na gut. Müssen wir das nochmal eben schneller auf die Schnelle durchgehen, ist ja nicht schlimm. Gibt es Zeugen? So. Wir müssen also quasi dann hier fünf Hinweise finden. Haben wir auch schon gesehen. So, das kennen wir auch. Das haben wir auch schon gesehen. Also ich klicke das jetzt alles mal ganz schnell durch. Das ist echt, das gibt's doch nicht, dass das nicht gespeichert ist. Das regt mich jetzt ein bisschen auf. Aber nur ein bisschen. Da ist Brad am Telefon. So, drei Hinweise. Genau, zwei Hinweise hatten uns noch gefehlt. Die Frage ist, welche Hinweise? Und dann hatte ich, glaube ich, die, glaube ich, zusammengefügt, ne? Genau. Anscheinend wurden alle von dem Knall aufgeweckt. Von dem Knall aufgeweckt, genau. Was zum Teufel war das? Und trotzdem fehlten mir irgendwie... Trotzdem fehlten mir irgendwie zwei Hinweise, wo ich aber nicht genau weiß. Ah, ich könnte aber Brad fragen. Habe ich eigentlich Brad gefragt, nachdem ich wusste, dass es ein Knall war? Weil man könnte ja normalerweise mal Brad fragen, ne? Vielleicht weiß er ja irgendwas. Ich kann ihn aber nicht befragen. Er steht nur da. Ich bin Brad. Und wo ist Pip? Ja, das ist natürlich super. Jetzt sind wir nämlich schon wieder an der Stelle, wo wir nicht weiterkommen. Das sind aber nur zwei weitere Hinweise. Was könnten das sein? Ich laufe da immer um die Hecke normalerweise rum, obwohl ich durchlaufen kann. Frag mich nicht, warum. Vielleicht, wenn wir etwas schneller gehen. Warum sind die Hinweise denn jetzt alle weg? Moment. Habe ich das jetzt schon geklärt hier alles? Wenn Cops schon nicht sicher sind, wer dann? Ja gut, die machen sich jetzt natürlich Gedanken um den Mord von uns, aber irgendwie sind die Hinweise jetzt hier alle weg. Verstehe ich gerade irgendwie nicht. Hm. Gibt's denn... 8 von 11, genau. In der Nähe der Tankstelle. 8 von 11, das heißt, uns fehlen drei Hinweise fehlen uns noch, aber... Welche können das sein? Ich glaube, ich habe beim letzten Mal schon die ganze Gegend abgesucht. Und die können ja eigentlich nichts wissen, weil die ja in der Zukunft leben und die aus der Vergangenheit sind. Deswegen glaube ich nicht, dass die irgendwas wissen. Aber die Frage ist doch... Ich laufe immer noch um die Hecke rum. Die Frage ist doch wirklich... Wie kommen wir denn jetzt bei dem Fall weiter? Vielleicht im Auto irgendwas? Mit dem Auto können wir auch nicht durchgehen.
Verstehe es gerade irgendwie nicht wieder. Ich kann Brad doch nicht irgendwie befragen. Verdammt. Ich bin schon wieder ratlos. Aber ich frage mich auch, warum er die ganzen Hinweise hier nicht mehr anzeigt, also die uns fehlen. An der Tankstelle. Oder sind wir an der Tankstelle dann durch? Heißt es dann, dass wir durch sind? Ich denke schon, ne? Ich vermute mal. Ich gehe schon wieder um die Hecke. Naja, egal. Lassen wir erstmal Brad Brad sein und Pit Pit sein und gehen jetzt wirklich zur Kirche, damit, wie gesagt, Versprechen einlösen. So. Lal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 a. Hallo Lady. Ist wahrscheinlich eine E-Zigarette, die er raucht die ganze Zeit. Die nicht ausgeht. Aber die muss man ja auch auffüllen, ne? Laufe ich überhaupt richtig? Ich laufe bestimmt vollkommen falsch, ne, oder? Ja, natürlich laufe ich falsch. Ach, ich bin auch. Das gibt's gar nicht. Die Stadt Salem ist gar nicht so groß, aber ich verlaufe mich. Wutsch. Können wir hier was tun? Nee, ne? Verdammt. Wo ging's denn nochmal lang? Ach, hier. Lalalalalalalalala. Sind noch 26 Meter bis zur Kirche, oder beziehungsweise bis zum nächsten Waypoint. So. Schreibt ruhig mal Kommentare unter die Videos, was ihr vom Spiel so haltet. Also ich finde es ganz geil bisher. Mir gefällt es richtig gut. So. Und die Folgen werden alle so um die 20 Minuten immer lang. Obwohl ich gerade auf die Uhr gucke und ich bin schon über 20 Minuten. Also alles, also 20 Minuten ist ja ganz okay auch zum Gucken. Eine halbe Stunde finde ich schon wieder selber zu lang, auch wenn ich selber Let's Plays gucke. Aber 20 Minuten, denke ich mal so um die Zeit, 20, 25 Minuten ist eine ganz akzeptable Zeit, wo man gucken kann. So, was haben wir denn hier Schönes? Schauen wir uns mal hier noch ein bisschen um. Weil hier waren wir ja auch noch gar nicht gewesen, groß. Können wir uns überall verstecken. Und da werden wir wahrscheinlich zur Kirche kommen, da hinten. Toll, hier kann er nicht durchlaufen, natürlich nicht. Aber die Treppe hoch, die kann er gehen. Drrr. Da hinten sind noch zwei, drei Hinweise, sehe ich gerade. Oder Sachen, die wir noch aufsammeln können. So, hier haben wir noch was. Was haben wir denn hier Schönes? So, Plakette der Piratengeschichte. Dieser Ort überblickt die favorisierte Angestelle. Was? Ach, was? Anlegestelle der Freibeuter, die mit dem Anlegestelle, Entschuldigung, der Freibeuter mit stillen Einverständnis der Kontinentalarmee während des Unabhängigkeitskriegs operierten. Salem war der Haupthafen für schwere, bewaffnete, schnelle Schiffe, die die königliche Flotte bei ihrem Versuch, Druck auf den benachbarten Hafen Bostons auszuüben, angriffen. Aha. So, St. Benedict's Scenic Trail. Follow the path to the church. Das ist gruselig, sowas da oben. Die Geister da oben links, das ist echt nicht schön. Ach, guck mal an. Was haben wir denn hier? Ach, hier waren wir ja auch gewesen. Stimmt, ihr erinnert euch ganz am Anfang. Niemand hat mich so zum Lächeln gebracht wie du. Das Foto am Strand. Es ist schwer, das Glück, das Julia in mein Leben gebracht hat, in Worte zu fassen. Ach, die beiden sahen so glücklich aus. Julia und Ronan. Tag am Strand. Das Foto, das wir am Strand gemacht haben, ist erstaunlich gut geworden, obwohl es fast dunkel war. Das Foto von Ronan bei Sonnenuntergang ist brillant. Man kann nicht viel von Roman erkennen, aber meine Güte, was für eine Silhouette der Mann hat. Er lässt alles in seiner Nähe gut aussehen. Salem könnte das Foto benutzen, um sich als Badeort zu verkaufen.
Also die beiden waren schwer verliebt, wie man sieht und wie man hört. Naja. Soll ich ganz ehrlich was sagen? Wir gehen zur Kirche in der nächsten Folge. Also, wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Hallo? 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 Nicht jetzt. Nein, meine Maus hat die Verbindung verloren. Es ist unglaublich. Hallo? Nein, nicht jetzt. Ich glaub's nicht. Meine Maus hat jetzt gerade... Ah, jetzt ist die Verbindung wieder da. Also, bis zur nächsten Folge.